Hallo meine Lieben, ja, hier sind wir zu einem neuen Video. Emmy ist heute irgendwie ein bisschen durcheinander, beziehungsweise die ärgert uns gerade ganz schön. Sie ist hier am Rumgraben, also nicht wundern, wenn unsere Augen immer wieder zur Erde gehen. Das ist eindeutig Emmy, sie hat gerade, ja, sie ist sehr grabfreudig gerade. Warum auch immer. Ja, wer weiß, was für Schätze wir hier unter dem Teppichboden versteckt haben. Vielleicht findet sie ja noch während des Videos Gold. So, aber jetzt... Ich glaube, sie hat sich hingelegt. Genau, sie hat sie zu meinen Füßen ganz warm. So, ja, wir haben diese Woche weniger gelesen. Wir haben, ja, der YouTube-Kanal nimmt wieder Zeit in Anspruch, ganz klar. Wir haben viele E-Mails von euch bekommen, viele Nachrichten. Und ja, darum kümmern wir uns natürlich. Und auch andere Dinge, unsere Freunde, unsere Bekannten, unser Job, alles nimmt ja noch ein bisschen Zeit in Anspruch nebenher. Und so kommen wir im Moment kaum zum Lesen. Aber ein paar Gedankengänge sind uns da doch schon in die Quere gekommen oder beziehungsweise nicht in die Quere. Sie haben uns angeflogen und wir haben ein wenig über sie nachgedacht. Und diese Sachen wollen wir euch in diesem Video wieder näher bringen. Natürlich freuen wir uns auch da auf eure Kommentare. Ja, und apropos Kommentare, erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für die ganzen Zuschriften, Comments, die wir bekommen haben. Ihr habt uns damit wirklich motiviert, ihr habt uns den einen oder anderen Aha-Effekt verpassen können. Ja. Auf alle Fälle macht es so natürlich wesentlich mehr Spaß, als wenn wir hier nur erzählen und erzählen und hallo, ist da überhaupt jemand? Ja. Wir versuchen natürlich nach Möglichkeit alles zu beantworten, so gut das eben die Zeit auch hergibt. Manches erklärt sich aber auch von selber oder verlangt gar nicht nach einer Antwort. Ja, aber auf alle Fälle vielen, vielen Dank. Die ganzen Tomatenrezepte sind bei uns jetzt gesammelt. Wir werden das alles versuchen auch irgendwie mal nachzukochen, nur so viel auf einmal kochen können wir auch nicht, aber wir werden versuchen, da doch ganz viele Anregungen von euch auch nachzumachen. Und wir sind ja noch auf Diät, das dürfen wir ja auch nicht vergessen. Genau, ich wollte es ja nicht so sagen, wenn ich das Wort Diät höre, dann kriege ich eigentlich schon Hunger. So, okay. Fangen wir an mit der größten Herausforderung, der wir uns gerade wieder stellen. Wir haben rausgekramt ein Buch, das hatten wir damals vor, ich weiß gar nicht, wie viele Jahren, uns geholt. So, wir hatten es damals auch ausprobiert, sind da aber ziemlich schnell kläglich gescheitert. Und jetzt haben wir gesagt, so, okay, wir nehmen die Challenge noch einmal an. 21 Tage, kein Jammern, kein Klagen, kein Lästern. Ja, und wer jetzt sagt, ach, 21 Tage, null Problemo, das mache ich doch mit links. Ja, der sollte mal ganz bewusst hinhören, was er so den ganzen Tag so von sich gibt. Wie schnell rutscht einmal eine, ach die blöde Ziege, oder kann die nicht auch ein bisschen schneller? Oder ja, man fängt, oh, mein Rücken tut heute wieder so weh. Und oh, Sina, ich weiß nicht, heute ist nicht so mein Tag, Kopfschmerzen. Und da haben wir es. In dem Fall, wo ihr euch dabei erwischt, nehmt ihr, beim Buch ist also dieses Gummiband oder Armband, Kunststoff oder was immer das ist. Einwandfrei, Spirit steht hier drauf, dann hier noch Complaint-Free-World-Org. Ja, das ist das einwandfrei Armband, das ist also immer dabei. Ihr könnt natürlich, Sina, ist das ein bisschen weit, ich bin ja ein bisschen stabiler. Ja, zumindest beim Handgelenk, Mami. Zumindest beim Handgelenk, da hat jeder seine Stärken und Schwächen. Ja, und mir war das zu groß, also genau. Habe ich jetzt einfach ein Gummiband genommen, weil gestern, das verhakte sich die ganze Zeit in der Kleidung. Und deswegen, wenn man etwas hat, was einem nicht gefällt, verändere es. Und da habe ich dann auch gleich heute Morgen gesagt, so jetzt wird's verändert, ich nehme das hier, dann habe ich einen Grund weniger, mich zu beschweren. Ja, jedenfalls funktioniert das Ganze so, darum das Gummiband, wenn ihr euch dabei erwischt, dass ihr gelästert, gejammert oder sonst wie auf den Abweg gekommen seid, dann wechselt man das Armband von dem einen Arm zum anderen. Und erst wenn man es schafft, dass dieses Armband 21 Tage an diesem Handgelenk bleibt, dann hat man es geschafft. Und das, glaubt es mir aus eigener Erfahrung, weil ich das schon mal gemacht habe, ist gar nicht so leicht. Der Haken ist nämlich, macht ihr das oder müsst ihr zwischendurch wechseln, fängt das Ganze von vorne an und ihr habt wieder 21 Tage vor euch. Wie er schon sagt, im Durchschnitt dauert es 4 bis 6 Monate, bis man es schafft, an einem Handgelenk das Ding zu halten für 21 Tage. Ja,
Wieso? Und das ist jetzt kein Jammern und Klagen. Das ist jetzt einfach, wir erzählen euch, warum wir das machen. Mir ist aufgefallen, dass viele Gespräche in unserem Bekanntenkreis oder auch Beziehungen, die wir führen, nur auf Jammern und Klagen aufgebaut sind. So Telefonate, die dann ablaufen mit, was ist dir Schreckliches passiert? Ach, das ist dir alles Schreckliches passiert. Also bei mir ist das und das passiert. Es ist immer Jammer, Jammer, Klag, Klag. Ab und an ist mir dann schon aufgefallen, dass ich mich gefragt habe, wann hast du eigentlich das letzte Mal mit XY einfach nur gelacht? Wann war der letzte Abend, wo man mal wirklich Spaß gehabt hat? Ja, der Spaß sollte dann aber daraus resultieren, dass man eben nicht über andere lästert oder sich über die lustig macht. Oder ja, das Thema Schadenfreude ist ja angeblich eine deutsche Erfindung. Ja, dass man eben schadenfroh ist, neidisch oder irgendwelche anderen negativen Gedanken oder Ideen anderen gegenüber hat. Einfach wirklich fröhlich zu sein, motiviert zu sein, Pläne zu schmieden. Wann ist das letzte Mal vorgekommen? So, und je mehr ich mich jetzt mit dem Thema Veränderungen beschäftige, je mehr ich mich damit beschäftige, auch mit Motivation und Leben in den Griff kriegen, motiviert handeln und so weiter, taucht ja immer wieder der Tenor auf, wenn du einen Gedanken hast, dann kommen ruckzuck Gedanken der gleichen Art dazu. Und wenn man negative Gedanken hat, dann ist man ganz schnell in so einer Negativspirale und dann fällt einem auch irgendwie nichts Positives mehr ein. Und da sich rausholen und bewusst sagen, so okay, ich gehe in die andere Richtung. Schönes Beispiel zum Beispiel ist, wenn man jetzt diese Negativ- oder beziehungsweise Vermeidungsziele ist, glaube ich, der richtige Begriff. Vermeidungsziel ist zu wissen, was man nicht will. Ich fand dafür den Film Vicky Cristina Barcelona sehr, sehr schön. Den haben wir vor 2 Monaten oder so mal wieder gesehen. Und ich werde euch nicht den Schluss jetzt erzählen, aber es geht halt darum, dass die eine eigentlich ganz gut weiß, was sie will. Vielleicht ist es auch das Falsche, was sie will, aber egal, sie weiß es zumindest. Sie hat zumindest eine Richtung, in die sie gehen kann. Und die Rolle von Scarlett weiß halt nicht so wirklich, wohin sie gehen will, aber sie sagt ganz klar, wohin sie nicht will. Und sie findet immer wieder neue Dinge, die sie nicht will in ihrem Leben. Und gerade diese Vermeidungsziele bringen uns nicht weiter im Leben. Es ist ja nichts, worauf wir zulaufen können. Wenn ihr euch jetzt sagt, mein Job ist schrecklich, den will ich nicht mehr machen, ist das nichts, wo ihr hinlaufen könnt. Es ist nichts, was euch motiviert. Es ist ja nichts, wo ihr gleich anfangt zu denken, so okay, und wie kann ich das ändern? Es ist, und genauso muss es sein, in Möglichkeiten denken, in Zielen denken. So, also lieber sagen, ich möchte was mit Menschen machen. Ich möchte, dass mein Beruf da und da in die Richtung, oder ja, mit dem und dem sich beschäftigt, oder ich möchte mehr Spaß im Job haben, oder so. Und sofort fängt euer Gehirn an, zu denken, okay, wie kriege ich mehr Spaß in den Job oder welche Jobs kann ich machen, die wirklich mit Menschen zu tun haben zum Beispiel oder mit Tieren zu tun haben. Euer Gehirn fängt gleich ganz anders an zu arbeiten, wenn ihr wirklich sagt, was ihr wollt und nicht, was ihr nicht wollt. Und das sind diese Vermeidungsziele, die man vermeiden sollte. Man sollte vermeiden, Vermeidungsziele zu haben. Und genau das ist es für mich letztlich. Mir kommt es, ich bin eigentlich, oder wie er ja auch schreibt, er hat noch nie jemanden getroffen, der sich für einen negativen Menschen hält. Ich halte mich jetzt einfach auch mal, im letzten halben Jahr habe ich es gelernt, wesentlich positiver zu denken. Und ich dachte, ich hätte schon ganz gut den Draht raus, den Dreh raus. Aber ich merke gerade, jetzt wo man bewusst darauf achtet, was man sagt, weil Denken ist erlaubt laut diesem Buch, wichtig ist nur, dass es nicht ausgesprochen wird. Weil damit gibt man die Energie ja auch raus. Wie er oder wie das hinten auf dem Buch steht oder bei Amazon, ich weiß nicht, wo ich es gesehen habe, keine mentale Luftverschmutzung betreiben, dadurch, dass man halt negative Gedanken auch noch ausspricht. Ja, einfach jetzt sagen, wenn man merkt, okay, ich habe Vermeidungsziele, die bringen mich jetzt nicht weiter, andere Richtung einschlagen. Ich stelle mir das auch immer ganz gerne so vor, wenn ich mir ein Taxi anrufe, dann kann ich auch nicht zu dem sagen, also ich möchte jetzt nicht nach Hamburg, nicht nach München, nicht nach Berlin, nicht nach Düsseldorf.
irgendwann sagt er, wissen Sie was, das Beste ist, Sie steigen doch jetzt mal wieder aus, überlegen sich jetzt erstmal im Grunde genommen, wo Sie hinwollen, wo Sie nicht hinwollen. Es ist doch wesentlich effektiver zu sagen, so, ich möchte heute nach Hannover. Weiß unser Taxifahrer was mit anzufangen, ich weiß auch was damit anzufangen. Ich muss deswegen aber nicht erst noch nach Hamburg, nach München, nach Düsseldorf und wo, wer weiß woanders noch hin, um irgendwann zu sagen, nee, das ist es nicht, das ist es nicht, das ist es nicht. Man sollte sich da schon ganz klar überlegen, was will ich eigentlich. So, und so ist es, denke ich, auch beim dabei, um sich, oder es ist, denke ich, eine bewusste Entscheidung zu sagen, ich möchte wirklich einwandfrei leben. Positiv alles formulieren. Auf alle Fälle wirklich sich auf den Weg machen, alles möglichst positiv zu formulieren oder umzuformulieren. Wenn ich Sina jetzt irgendetwas sagen möchte, was mir nicht passt, muss ich mir das schon überlegen, wie ich das jetzt anpacke und einpacke, damit es nicht vielleicht negativ rüberkommt. Und vielleicht ist es in dem Moment auch einfach mal das Beste, nicht zu sagen und es gerade selber zu machen. Genau. Das sind halt diese ganzen kleinen Überlegungen und alleine durch diese kleinen Veränderungen verändert sich eine Menge. Mir ist es aufgefallen, wie oft ich jetzt etwas runterschlucke. Und in dem Moment, wo ich diese Sachen einfach nicht ausspreche, frage ich mich, warum kommen überhaupt solche Gedanken? Und warum denkst du so? Da sehe ich ganz klar, welche Programme bei mir noch laufen, was unterbewusst bei mir abgeht, was ich überhaupt nicht registriere, wie oft man sich beklagt, jammert, diese ganzen Sachen macht. Und gestern habe ich es doch echt geschafft, vorm Aufstehen noch im Bett Gespräche zu führen, die mich dazu veranlasst haben. Zweimal. Ich habe es wirklich geschafft, vorm Aufstehen zweimal die Seite wechseln zu müssen. Fand ich schon witzig. Eigentlich soll man ja morgens schon mit einem Lächeln am besten im Bett liegen. Und wenn es ein gestelltes ist, einfach um die Glückshormonproduktion einfach einmal einzustellen, anzustellen, damit der Tag auch gut laufen kann. Und ich schaffe es wirklich zweimal morgens schon so zu motzen, vor dem Aufstehen, dass ich das Bändchen von einer Seite zur anderen Seite. Also man weiß sofort, Sina ist wach. Das macht sie dann schon immer lautstark. Ja, es ist jedenfalls eine Herausforderung, auf jeden Fall. Ich fand es total toll, gleich beginnt es mit einem Zitat von einer Frau, die diese Woche gestorben ist, von der ich vorher nichts gehört habe, mit der ich mich dann aber beschäftigt habe und die mich sehr inspirierte und genau an dem Tag ist sie gestorben. Aber ihre Zitate sind wirklich etwas, was ihr euch mal ansehen solltet. Sie hieß Maya Angelou. Ich packe euch am besten mal den Namen oder irgendwas von ihr darunter. Und es fängt an mit diesem Zitat von ihr. Gefällt dir etwas nicht, dann ändere es. Kannst du es nicht ändern, ändere deine Einstellung, jammere nicht. Und genau das ist es, denke ich, was man machen soll, wenn man etwas ändern kann, ändere es, so wie ich es Anfang des Jahres gesagt habe, so, ich will nicht mehr so dick sein, ich will wieder Spaß im Leben haben, ich will wieder meine Freunde um mich haben, ich will wieder fröhlich sein und ich will, dass es jetzt alles sich in eine positive Richtung entwickelt. Nicht jammern, nicht klagen bringt mich dahin, sondern etwas aktiv tun. Und genau so sollte es sein und genau das ist es letztlich, weswegen ich das mache. Ich mache es weniger wegen dem Lästern, weil das habe ich mittlerweile in diesem letzten halben Jahr schon gut in den Griff bekommen. Es ist vor allen Dingen dieses Vermeidungsziele oder sich halt beklagen und jammern. Es ist ja fast schon wie ein Sport und viele Gesprächspartner sind wirklich nur darauf aufgebaut. Ich habe zum Beispiel mit jemandem telefoniert und ich habe gleich gemerkt, wie ich während des Telefonierens immer wieder wechseln musste. Und da muss ich mich dann auch fragen, okay, ist das gut? Ist das eine gute Beziehung? Ist das etwas, was ich... Wieso basiert diese Beziehung nur darauf zu wechseln, nur auf Negativanteilen? Das wird einem alles bewusst, wenn man wirklich danach handelt. Und gerade deswegen ist dieses Buch für mich im Moment Gold wert und ich hoffe, dass ich es durchhalte, auch wenn ich heute Morgen schon unter der Dusche stand und gedacht habe,
Willst du das überhaupt? Ja, ich will. Ich habe mich dafür entschieden, ich mache es weiter. Es ist natürlich nicht einfach und es ist das aber wert. Das denke ich ganz klar. Und es ist etwas, ja, es ist eine Herausforderung, ganz klar. Aber zum Thema Herausforderung kommen wir gleich nochmal. Ja, mir ist es zum Beispiel sehr, sehr stark aufgefallen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich hoffe ich jedenfalls für euch nicht, dass ihr schon mal damit konfrontiert wurdet, wenn jemand bei euch in der Familie wirklich krank geworden ist. Und das ist jetzt was ganz Akutes. Sagen wir jetzt mal ein Herzinfarkt. So, mit dem Thema, wir wurden schon damit konfrontiert und es ist erstaunlich. Es gab kaum ein Gespräch, ob man Nachbarn getroffen hat, ob man Bekannte getroffen hat, ob jemand anrief. Sie haben sich mehr oder weniger in den Geschichten getoppt. Da hieß es dann... Aber negativ. Das Schönste ist doch, wenn jemand wirklich gerade mit so einer akuten Situation wirklich konfrontiert wird, wenn da mal jemand kommt und sagt, das hatte XY auch, aber du, dem geht's jetzt gut. In den Geschichten waren sie alle tot. Ja, das war also wirklich wie, hallo, wie kann ich diese Geschichte jetzt nochmal toppen und da nochmal einen draufsetzen? Da ich mich auch, also ich hatte nachher letztlich auch keinen Bock mehr, überhaupt die Tür aufzumachen oder ans Telefon zu gehen. Sina, kannst du bitte in den Garten gehen? Weil wir hatten auch noch so einen Garten, wo alle Nachbarn reingucken konnten. Und sobald wir in den Garten waren, waren sie auch da und haben gefragt, ah, gibt es schon Neuigkeiten? Ja, aber du, ich habe heute Morgen noch gehört, da war von, was weiß ich, von Lieschen Müller, der Sohn, der ist gerade erst 30 und stell dir vor, der steht unter der Dusche, fällt um, tot, Herzinfarkt. Ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein und du willst das eigentlich auch nicht mehr hören. Also, oder dann kam die nächste, ja, ein Mädchen, 17 Jahre bei mir aus dem Bekanntenkreis, die hatte was am Herzen und ich habe... So, und das hatte bei mir dann zum Auslöser, dass ich auch als Rhythmusstörungen bekommen habe. Dass ich dachte so, okay, Sina, jetzt bist du auch jeden Moment dran. Und das hat zu Panikattacken geführt. Das hat zu einem Notfalltermin beim Kardiologen geführt. Das hat mich an den Rand der Verzweiflung gebracht und hat mich auch jahrelang, danke, 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 begleitet. Und ich merke, dass ich gejammert habe und muss das Bändchen wechseln. Ja gut, das sind jetzt ja nur Erfahrungen, wie wir mal weitergehen. Ja, dennoch. Also ich bin auch nicht der riesengroße Freund. Sina wird euch das bestätigen können. Wir waren mal beim Markauf einkaufen und kommen aus dem Markauf raus. Und dann war da so ein riesengroßes Plakat. Frauen, ich weiß nicht mehr, ich kann euch jetzt noch sinngemäß das halt wiedergeben. Frauen sterben viel häufiger an, oder sterben ganz oft an einem Herzinfarkt, weil sie die Symptome nicht erkennen. Also Herzschmerzen, hier Schulter tut weh, Arm tut weh. Und ich habe da gesessen, also ich weiß auch nicht. Ich meine, da war das auch alles noch ganz frisch, dass wir das halt in der Familie hatten. Also ich fühle mich jetzt also auch, ich fühle mich überhaupt nicht mehr wohl. Also irgendwie, ich glaube. Und ich weiß nicht, ich habe immer so das Gefühl, auch wenn man beim Arzt sitzt und man hat diese Zeitung und man liest diese... Wir sagen ja immer gerne Revolverblätter dazu, wie sie alle heißen, mit den Frauen, die sich in einem spiegeln und in Blättern, die da golden sind, wie immer die Dinge heißen. So, und dann guckt man Sprechstunde und worauf sie achten müssen. Und das sind die gefährlichen Symptome. Und wenn man das wirklich sich alles durchliest, dann denkt man auch schon, oh Mann, oh, letzte Woche, da hat sie aber auch gezippt. Und guck mal hier, das erinnert mich schon wieder an Sterben für Anfänger, guck mal hier, hier habe ich irgendwie... verfärbt sich die Haut oder so. Also das könnte dies und das und jenes sein. Ich glaube, man macht sich da wirklich verrückt mit. Und das ist jetzt auch so ein Thema, wo ich gesagt habe, okay, jeder kann mal krank werden, aber ich muss nicht jedes Symptom und bis in die kleinste Kleinigkeit muss ich das nicht haben. Nee. Und so, und das ist nämlich auch wieder mentale Umweltverschmutzung, so wie wir es jetzt gerade gemacht haben und es tut uns unheimlich leid. Wir haben das auch nur getan, damit ihr vielleicht den Point versteht, was wir euch darüber bringen wollten. Es war das letzte Mal, dass wir es jetzt gemacht haben, weil sonst wechseln wir hier nur noch Bändchen. Okay, sagen wir es einfach mal so. Solche Gedanken können einfach ansteckend sein, wie die Pest oder wie die Grippe. Man ist ruckizucki in so einem Thema drin und es ist ganz schwer, da wieder rauszukommen. Wir haben es ja auch gerade gesehen, wie schön schnell einem die ganzen Horror-Stories einfallen. Und deswegen lenken wir jetzt auch gleich zu einem anderen Thema. Dann nehme ich erstmal guckt euch vielleicht mal einwandfrei an.
Ja, vielleicht ist das auch etwas für euch. Vielleicht sagt ihr jetzt ja auch, ich will aufhören mit der mentalen Luftverschmutzung. Ich will es mir selber nicht mehr antun und auch nicht meinen Nächsten. Ja, wir probieren es, wir machen es, wir sind dabei von einem Handgelenkchen zum anderen. Ja, vielleicht macht ihr auch einfach mit und vielleicht verändern sich dadurch ganz, ganz viele Sachen im Leben. Also es kann nicht zum Nachteil sein. Ja, ich gehe jetzt erstmal zu diesem Buch. Ich habe hier das Buch von Sebastian Schneu, von Napoleon Lernen, wie man sich vom Abwasch drückt, eine heitere Historie Europas. Ja, ich muss sagen, ich bin total begeistert von dem Buch. Ich habe da jetzt auch gleich schon wieder das nächste von ihm auch liegen. Das ist Geschichtsunterricht, der macht Spaß. Der konzentriert sich auch nicht auf die Krisenzeiten, sondern ja, er macht das wirklich ganz, ganz klasse, mit ganz viel Humor, mit Augenzwinkern, super vielen Beispielen, regt er zum Denken an. Zum Beispiel, wer hätte es gedacht, Deutschland war schon 7-mal pleite, die Griechen erst 5-mal. Die kam noch 2-mal gut in diesem Grunde. Sachen, über die man sich eigentlich so keine Gedanken macht. Was mir sehr gut gefallen hat, ist eigentlich, warum haben diese alten Philosophen wie Sokrates, Platon, warum redet man heute noch von denen ganz oder ganz hoch im Kurs steht ja auch Hippokrates, der die Grundlage für das ethische Denken bei Ärzten gelegt hat. Warum waren die so prägnant? Warum kann man die heute noch gut verstehen? Wie kommt das heutzutage, wenn man ins Krankenhaus geht, wenn man Pech hat, versteht man kein Wort? Nicht, weil das vielleicht ein... Nicht, weil sie Latein sprechen? Naja, es ist halt Fachchinesisch und kein Mensch, ja, jeder denkt, okay, dann, das müssen die doch verstehen. Oder auch wenn man wissenschaftliche Berichte liest, ja, versteht man das? Also ich habe da manchmal meine Schwierigkeiten oder sehr häufig sogar. Und da habe ich mir auch schon mal, oder ich hatte mir vorher nicht wirklich die Gedanken gemacht, er hat mich da drauf gebracht, wieso kommt das, dass man diese alten Denker so viel besser versteht? Warum konnten die das so plausibel rüberbringen? Ja, Norbert Fröse, das ist hier jemand, der zitiert wird, der hat gesagt, diese alten Philosophen und Mathematiker, den hat er den Titel Gentleman-Gelehrte gegeben. Und diese Philosophen, die waren ja nicht, oder auch Wissenschaftler, waren ja nicht von irgendeinem Institut bestellt oder wurden von irgendeinem Pharmakonzern oder sonst wem gesponsert oder irgendeine Studie wurde in Auftrag gegeben, sondern die sind ja wirklich auf die Straße gegangen. Sie haben da mit den Bürgern geredet, sie haben da ja ihre Theorien weiterentwickelt. Und es ist hier, wie er auch so schön sagt, wenn man Straßenkünstler sieht und jemand trifft nicht den richtigen Ton oder man hat einen Jongleur, der immer die Bälle fallen lässt, das guckt man sich kurz an, lacht vielleicht und ist dann weg. Sondern sie mussten ja schon ihre Zuschauer wirklich im Bann halten, schlagen. Ja, auf einmal mussten sie faszinieren mit dem, was sie von sich geben wollten. Und ich glaube, darin liegt das eigentlich auch. Ich glaube, viel wird heute auch für ein Fachpublikum produziert oder es wie, mir sind Leute ja auch immer sehr suspekt, die mit Fremdwörtern nur so um sich werfen. Schön, wenn sie das können, aber ich finde, es macht sie nicht unbedingt intelligenter. Ja. Ja, die Frage, die sich jetzt stellt, findet ihr auch, dass all diese schlauen Leute, ja, können die wirklich noch ein breites Publikum erreichen? Geben die sich die Mühe, es einfach auszudrücken, damit jeder sie verstehen kann? Sollten sie es tun? Oder sagt ihr, die Fachwörter oder die, ja, die ganzen Fremdwörter treffen besser den Punkt und warum nicht benutzen, muss man halt nachschlagen? Das wollen wir jetzt mal von euch wissen. Sagt ihr, wie soll sich der Mensch weiterbilden, wenn er nicht mal ein Wort nachschlagen muss? Wir haben Google. Man muss noch nicht mal mehr das dicke Lexikon nehmen und ordentlich suchen. Nein, es gibt ja Gott sei Dank Google. Machen wir ja auch ganz, ganz viel, weil man will ja nicht umsterben. Ja, oder sagt ihr, eigentlich sind die wahren Größen diejenigen, die jedem ihre Lehren erzählen können. Wir hatten, ich weiß nicht mehr, wer es war, irgendein Buch habe ich gelesen und da stand drin, dass er es immer seiner Mutter erzählt, die von nichts eine Ahnung hat. Und der versucht er das plausibel zu erklären, was er so
Ja, was er so ausgetüftelt hat. Und wenn sie es greift, dann weiß er, dass er sich richtig ausdrückt. Erzähl mir doch auch mal was. Ja, ich erzähle dir immer was. Und da fangen dann meistens die Schwierigkeiten schon an. Nein, Quatsch. Also, wie ist das? Haltet ihr was von Fachchinesisch oder meint ihr, wir sprechen hier klar Deutsch und das verstehen wir alle? So, dann kommen wir zum nächsten Thema und dieses nächste Thema handelt davon, einfach etwas zu tun. Darüber gefallen sind wir jetzt in mehreren Büchern. Ich weiß gar nicht mehr, bei dir war es auch in einem der Bücher. Ja, diese Woche dreimal aufgetaucht und damit einen Grund, mehr darüber nachzudenken. Auf jeden Fall hier ist es aufgetaucht. In Einwandfrei und noch in einem Buch von Ma, blockieren wir uns ganz schnell selbst. Dadurch, dass wir, wenn wir irgendetwas wollen, nachdenken, welches sind die Faktoren, die uns davon abhalten? Ist das wirklich das Erste, an das wir denken? Er nennt es den Dunning-Kruger-Effekt. Ich nenne es jetzt einfach mal, nee, ich gebe dem Ganzen keinen Namen, weil mir keiner einfällt. Erklär es euch am besten mit einer, oder für mich war es am plausibelsten, als ich mir überlegt habe, okay, was wolltest du immer mal lernen? Du wolltest immer Französisch lernen, aber irgendwie ist es schon gescheitert an den ersten Worten. Du bist nie weitergekommen, aber ich habe es wenigstens probiert. Ich habe herausgefunden, dass ich kein Sprachtalent bin, eindeutig nicht. Ich bin froh, dass ich Englisch kann und ja, aber ich habe es wenigstens probiert. Wie viele Sachen habe ich jetzt schon im Geiste mal angedacht? Wie zum Beispiel Elbisch lernen. Ganz toll. Es war eine schöne Zeit, wenn wir Elbisch lernen. Oder Irish Step wollte ich auch mal irgendwann lernen. Oder was wollte ich noch alles lernen? Fällt mir noch irgendwas Manga ein? zeichnen wolltest du? Das habe ich wenigstens angefangen. Ja. Was wollte ich noch? Ich wollte Bogenschießen machen, ich wollte Schwertkampf machen, ich wollte. Was wollte ich noch? Komm, meine Herr der Ringe-Zeit kommt gerade hoch. Ich wollte halt diese ganzen Sachen gerne machen, habe aber dann immer nachgedacht, was ist denn da alles so, was könnte mir im Weg stehen, was müsste ich dafür tun? Ach, für Irish Step muss ich mich doch echt bewegen. Ach nee, ist Und mir dann schon auch noch wieder schnell. schnell. Auch ist mir schon wieder zu viel Aufwand. Guck mal lieber die Riverdance DVD. Keine Ahnung, aber wie oft blockiert man sich dadurch ganz, ganz schnell selber? Dadurch, dass man erstmal durchgeht, was alles so schief laufen könnte. Wenn ich jetzt denke, oder mich verabreden wollte mit XYZ und dann habe ich schon gedacht, ah ja, nee, dafür musst du erst dies und das und jenes. Und man blockiert sich. Ganz klar, man blockiert sich. Warum? Weil man einfach nichts macht, sondern erstmal gründlich nachdenkt. Und da ist es doch wirklich wichtig, wie ein Kind mal wieder an die Sachen ranzugehen. Man hat einen Impuls und einfach machen und gucken, was draus wird. Ich meine, in den meisten Fällen kann nicht wirklich was schiefgehen. So wie ich mit Französisch angefangen habe und ganz schnell merkte, dass mich keiner versteht, auch wenn ich versuche, was nachzusprechen. Ich habe es probiert. Ich weiß jetzt eindeutig, ich bin kein Sprachgenie, damit kann ich leben. Aber es war doch schön, es war eine Erfahrung. Es hat mir viel Spaß gemacht, es hat den Leuten viel Spaß gebracht, die mir das versucht haben beizubringen. Mein Computerprogramm hat mich, glaube ich, sogar ausgelacht, was ich dann hatte. Ja, aber es ist eine Erfahrung, es sind schöne gemeinsame Erinnerungen, die wir auch haben. Die Du und dein Computer. Nein, aber auch ich und meine Freunde, die Nachmittage, wo wir versucht haben, Sina wenigstens die Grundlagen der französischen Sprache beizubringen. Ja, es war sehr lustig, es hat sicherlich sehr, sehr viel Spaß gebracht, auch wenn ich damit jetzt nichts weiter anfangen kann, außer dass ich mich gerne erinnere. Und das ist doch eigentlich schon sehr, sehr viel wert. Aber auf der anderen Seite habe ich auch Dinge angefangen zu lernen, mich damit zu beschäftigen, wie zum Beispiel Photoshop. Hätte ich von Anfang an gewusst, wie schwierig Photoshop ist, hätte ich mich wahrscheinlich nicht dran gesetzt. Aber damals waren da diese Icon beim Live Journal, da waren wir nämlich damals. Ja, und dann wollte ich diese Icon selber machen, weil ja, ich war halt von anderen Dingen Fan. Und dadurch bin ich an Photoshop gekommen und dadurch habe ich mich damit beschäftigt und hätte ich am Anfang
gewusst, dass ich mich 2 Jahre intensiv mit Photoshop beschäftigen werde und wie oft ich davor verzweifeln werde, diesen Computer anschreien werde, wie oft ich da sitzen werde und sage, warum machst du nicht, was ich will? Oder wo kriege ich die Anleitung her? Ich will das auch können. Hätte ich diese ganze Verzweiflung, die ich damals gefühlt habe, ja, schon im Vorfeld gewusst, hätte ich es nie getan. Und heutzutage bin ich echt dankbar dafür, dass ich es getan habe, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe. Genauso mit ganz vielen anderen Dingen, wo ich einfach sage, danke, danke, dass ich den ersten Schritt gegangen bin. Und sowohl Richard Branson als auch dieses Buch sagen ganz klar, nehmt es in Angriff, macht einfach etwas. Das Wichtigste oder das Schwierigste ist wirklich, die erste Hürde zu nehmen und etwas anzufangen. Weil vorher rattert noch euer Kopf, ob man das überhaupt kann, ob man es machen will. Oder wenn ihr jetzt sagt, so okay, ich fange eine Diät an, aber nächste Woche ist schon wieder der Geburtstag von Oma so und so. Da muss ich doch ein Stück Torte essen, also fange ich erst gar nicht an. Oder jetzt nochmal schnell den Kuchen essen oder die Pizza essen oder heute Abend nochmal richtig zu lang und morgen geht's los. Meistens geht's dann nicht am nächsten Morgen los. Und es ist ja meistens so, man fängt mit irgendetwas an, wie mit dem Photoshop, und es entwickeln sich wieder ganz andere Sachen daraus. Das ist doch auch super spannend, nur der erste Schritt. Der ist immer so ein bisschen schwierig und den sollte man einfach tun. Es gibt ja diesen wunderschönen Spruch, jede noch so lange Reise beginnt immer mit dem ersten Schritt. Und wenn man den gemacht hat, dann ist eigentlich schon fast nicht die halbe Arbeit getan. Aber das ist ja auch wie mit Fenster putzen. Oh, wir müssten eigentlich mal wieder die Fenster putzen. Aber nimmt man sich gleich, Fenster müssten mal geputzt werden, man nimmt sich gleich den Eimer, fängt an, ist die Sache ruckizucki erledigt. Ich denke auch immer mal so, wenn man, klar, ich habe die kleine Sina ja irgendwann mal gehabt, wie sie drollig war und immer auf ihren Pampers Hintern wieder gefallen ist, wie oft hat sie es versucht, aufzustehen, mit ihrem kleinen Wackeldackelgang zu gehen. Und da habe ich mir auch sehr oft gedacht, wenn wir Erwachsenen heutzutage das nochmal lernen sollten zu gehen. Wie viel Entschlossenheit gehört denn dazu? Ich weiß das noch, wie oft sie sich dann an allen möglichen Sachen hochgezogen hat, um hinterher zu rennen, oder sie wollte eben auch laufen. So, und das war eben so eine Sache. Genau deswegen, weil du jetzt schon so interessiert guckst, genau deswegen ist wahrscheinlich Anna, die Bücher und auch die Filme, so motivierend, weil da geht es ja um ein Mädchen, das einen Autounfall hat, für alle, die es nicht kennen. Und sie wollte Tänzerin werden und sie lernt wieder das Gehen, sie lernt wieder das Tanzen, sie nimmt das Ganze noch einmal von vorne in Angriff. Und das ist ein Film und ein Buch, was Mut macht und was einen immer wieder, ja, oder uns immer wieder auch motiviert. Und der erste Schritt, es ist der erste Schritt, einfach mal Birne aus und einfach machen. Schöner Spruch ist ja auch, springen und sich auf dem Weg nach unten Flügel wachsen lassen. Einfach rein ins kalte Wasser und gucken, was draus wird. Erfahrungen sammeln, wirklich Erfahrungen sammeln. Nicht im Nachhinein sagen, ja, da bin ich den falschen Weg gegangen, sondern einfach sagen, so, und jetzt gehe ich den Weg und jetzt sammle ich Erfahrungen. Irgendwie wird es schon gehen. Try and error, try and error. Ausprobieren. Und wenn es ein Fehlschlag ist, lernen draus. Aber wieder hochrappeln, aufstehen, weitergehen. Letztendlich könnt ihr 1 Million tolle Ideen haben. Ihr könnt nur so vor Ideen schwingen und funkeln und damit durch die Gegend sprühen. Wenn ihr es nicht schafft, diese Ideen in Taten umzuwandeln, werden euch diese ganzen Ideen letztendlich nicht viel bringen. Und das ist, glaube ich, auch... man kann 1000 Bücher lesen über Selbsthilfe, über alles Mögliche. Erst in dem Moment, wo man sagt, so, das habe ich mir jetzt geholt, wie dieses Buch, könnten wir jetzt auch lesen. Ah ja, interessante Theorie, zack, in den Bücherschrank. Aber erst in dem Moment, wo man sagt, okay, das probiere ich jetzt mal, mal schauen, was da dran ist. Erst in dem Moment kommt ja auch ein Lerneffekt. In dem Moment kann man das für sich selber wirklich überprüfen und wer weiß, was man dadurch gewinnen kann. Genau, und wie meine Freunde mir alle immer gesagt haben, Sina, du liest diese ganzen tollen, schlauen Bücher, du hast immer einen total tollen Rat, aber sind wir ehrlich, du machst nichts, ne?
So, und da musste ich mich auch letztes Jahr, Ende letzten Jahres mit konfrontieren. Ich hatte diese ganzen Bücher schon mal gelesen, aber habe ich wirklich was draus gemacht? Nein, Pustekuchen. So, und jetzt ist die Zeit, wo ich wirklich diese Sachen anwende. Natürlich ist es nicht immer einfach. Ich muss mich immer wieder aufrappeln. Ich lande auch mal auf meinem süßen kleinen Näschen, muss mich mal wieder korrigieren. Ich merke jetzt mittlerweile sofort, wann ich mich unsicher in meiner Haut fühle, wann ich merke, dass ich nicht mehr im Gleichgewicht bin, wann ich merke, dass ich auf dem falschen Weg bin. Und dafür bin ich immens dankbar. So, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich war. Das war jetzt gerade wieder, ihr kennt es vielleicht, wer jetzt schon länger den Kanal sieht, wir haben eine Kamera, die uns nach 11 Minuten den Hahn abdreht. Zudem ist immer noch die Chipkarte ab und an mal voll, nach einer halben Stunde, glaube ich. Und es ist so, dass... das Akku auch irgendwann mal schlapp macht. Genau. Also nicht wundern, warum immer mal zwischendurch Schnitte sind. Wir streichen nichts. Es ist einfach nur... dass uns die Kamera immer mal einen Hahn abdreht. Sagen wir so, zu dem Thema einfach mal was machen oder einfach auch ins kalte Wasser springen. Wunderbar, ich habe das Vorwort hiervon gelesen, der große Trip, 1000 Meilen durch die Wildnis zu mir selbst. Und ja, das Schöne ist, dass gleich am Anfang beschrieben wird, wie sie ihren Schuh verliert. Sie ist mitten in der Wildnis, sie ist da ganz alleine, ihr Schuh ist weg, ihr einer, und sie hat nur noch den anderen, den sie jetzt an sich drückt, und auch den muss sie loslassen und sie muss ohne Schuhe weiter, und ihre Füße sehen schon sehr misshandelt aus, aber in dem Moment nutzt ihr alles nichts, sie muss weitergehen, und das ist eigentlich etwas, was ich total bewegend fand, dass so, wie sagt sie es hier, ich blickte nach Norden in ihre Richtung, also in die Richtung einer Brücke. Der bloße Gedanke an die Brücke war mir ein Ansporn. Ich blickte nach Süden, wo ich herkam, in das wilde Land, das mich vieles gelehrt und mich demütig gemacht hatte, und erwog meine Möglichkeiten. Mir war klar, dass es nur eine gab. Es gab immer nur eine. Weitergehen. Und das finde ich unheimlich schön ausgedrückt. Das hat mich absolut geflasht und absolut berührt. Denn im Leben geht es darum, egal was passiert, weitergehen, nicht liegen bleiben. Und das hat auch, glaube ich, Churchill schon immer wieder gesagt, aufstehen, aufstehen, aufstehen. Und Doris Day hat es, glaube ich, gesagt, das fand ich sehr, sehr schön. Es gibt doch diese Puppen, die, wenn man sie runterdrückt, sofort wieder so hochkommen. Damit hat sie sich verglichen und hat gesagt, wenn man mich umhaut, dann schieße ich wieder, dann schieße ich wieder nach vorne. Und in dem Moment knockt sie, glaube ich, auch noch immer jemand anderen mit um. Aber sie ist, ich finde die Einstellung super, und ich finde es vor allen Dingen absolut mutig, ja, weiterzugehen. Und das sollte man auch immer wieder tun. Und ich sehe schon wieder, dass das Akku leer ist. Nächstes Thema. Ja, der also deins. Meins ganz alleine. Deins. Nein, nicht meins ganz alleine. Ja, dass das eigentlich ein Thema für uns sein könnte, beziehungsweise für das Nachgedacht-Video, ist uns eigentlich erst aufgegangen, wie wir unseren Abgleich gemacht haben. Und zwar Nora Ephron, ich kann mir alles merken, nur nicht mehr so lange. Nora Ephron, wer sie nicht kennt, das war ja die Regisseurin und auch Drehbuchautorin von so fantastischen Filmen wie Schlaflos in Seattle, E-Mail für dich, Julie und Julia. Sie hatte ja auch diesen Kultfilm Harry und Sally gemacht, den haben wir bis jetzt immer noch nicht gesehen. Bildungslücke. Da haben wir immer ordentlich von vorzuweisen. Ich hatte mir einen Zettel hier reingemacht. Siehst du meinen kleinen Klebezettel? Mein Aruba. Ich hatte keinen Zettel, ich hatte nichts. Also, sie hat in diesem Buch geschrieben, das übrigens auch sehr witzig ist, streckenweise. Also nicht wundern, das war ein Rezensionsexemplar mal. Ja. Deswegen käme zu euch, wenn ihr es haben wolltet, in einer anderen Form. Also ganz ordentlich auch und hier nicht ramponiert. Ja, also Nora Ephron schreibt hier halt Episoden aus ihrem Leben. Sie war, glaube ich, 68 Jahre alt, wie sie das Buch geschrieben hat, und macht sich anfangs sehr darüber lustig, dass sie vieles vergisst. Und das macht sie richtig gut. Wir hatten richtig unseren Spaß. Also sie hat wirklich ordentlich viel Selbstironie auch dabei. Ein Thema war aber, sie hat ein Aruba.
niemand sonst hat ein Aroba, denke ich. Man könnte es dann vielleicht auch so benennen. Und zwar ihr Aroba, es ist ja eigentlich eine Insel, aber ihr Aroba war ein Wirbel, den sie hinten am Hinterkopf hatte. Und da konnte sie auch machen, was sie wollte. Sie hat das immer ganz ordentlich frisiert. Irgendwie killert mich das hier immer. Jetzt schubse ich es auch noch. War also so ein Wirbel hinten am Hinterkopf. Und hinten hat sie morgens immer schön frisiert. Und ja, nur rucki zucki im Laufe des Tages konnte jeder auf ihr Aroba wieder schauen. Und es sah dann aus wie eine kleine kahle Stelle. Und das stand da drumherum ab. Aber nie hat sie jemand auf ihr Aroba angesprochen. Obwohl sie es ja so versucht hatte wegzubekommen. Genau, und sie konnte es ja nicht kontrollieren, denn sie hatte ja nicht irgendwelche Fühler mit Augen dran, die dann hinten irgendwie gucken, oder man nimmt ja nicht immer einen Spiegel mit und guckt dann. Ja, und da stellt sie eigentlich auch die Frage, warum tun wir uns so unglaublich schwer damit, wenn ich jetzt sehe, oh Sina, lächel mich mal an. Sina, du hast das Spinat zwischen den Zähnen. Macht man eigentlich nicht. Warum eigentlich nicht? Man würde ja sagen, ach du Sina, deine Haare liegen heute aber nicht so gut, oder die Hose, die steht dir vielleicht nicht so toll oder sonst irgendwas. Deine Haare liegen ganz prächtig, ich brauch's gar nicht so verschreckt gucken. Das sind ja Sachen, die eigentlich ziemlich egal sind. Oder guck mal, hier ist irgendwie eine Wimper hängt da, oder Wimperntisch ist verschmiert, das tut man alles. Aber alles, was vielleicht in einen gewissen Peinlichkeitsbereich geht, dann tut man das nicht. Obwohl man dem anderen ja vor sehr, sehr viel Peinlichkeit bewahren würde. Ich weiß gar nicht mal, ob es wirklich in den Peinlichkeitsbereich gehen muss. Wie oft habe ich mich selber schon damit... Ja gut, wie oft habe ich mich schon damit ertappt, dass ich aussehe, ich sage immer so gerne, seitdem ich Dark Shadows gesehen habe, wie das hässlichste Frauenzimmer, das Johnny Depp je erblickte. Ich sah aus wie Alice Cooper, hier Wimperntusche bis da unten hin. Keiner hat es mir gesagt, außer Marlon irgendwann, Sina, hier, Spiegel, guck mal, du siehst aus wie Alice Cooper. Oder sie fangen mich gleich ein für einen Zoo, mein kleiner Panda-Bär. Genau, sowas kam dann. Und dann habe ich zu meinen Freundinnen geguckt und habe gedacht, ja, danke. Schönen Dank auch. Warum? Ich krieg's ja selber nicht hin. Ich habe ja selber schon oft gedacht, du sagst es jetzt oder sagst es nicht. Und man fühlt sich dann selber so unwohl in seiner Haut. Warum? Es ist ja fast eigentlich wie, fällt mir jetzt gerade ein, es gab ja diesen wunderbaren Sketch mit Evelyn Hamann und Loriot, diesen Sketch mit der Nudel. Wo er ja, ich weiß gar nicht mehr, ich habe ihn so gar nicht mehr wirklich im Kopf. Ich glaube, er versuchte ihren Heiratsantrag zu machen. Ich weiß es gar nicht mehr. Und immer hängt hier irgendwo so eine kleine Suppennudel bei ihm rum. Und sie bringt es ja auch nicht wirklich übers Herz, ihm zu sagen, oh, da ist eine Nudel. Und hat Ellie McBeal nicht auch mal jemanden gechust? Also ja. Weil wegen Soße am Kinn? Ja, er hatte ja. Soße am Kinn. Ja, da fragt man sich doch wirklich, warum tut man das nicht? Und weil wenn Sina jetzt wirklich Spinat zwischen den Zähnen hätte, hat sie nicht, weil sie mag auch gar keinen Spinat, oder den gab es hier noch nie. Gab es noch nie. Das würde sie ja eigentlich vor sehr vielen Unangenehmen ja wahrscheinlich bewahren. Aber man kriegt es nicht über die Lippen. Warum nicht? Wir sind selber nicht wirklich drauf gekommen. Vielleicht habt ihr da jetzt eine Erklärung für uns. Oder Gedankengänge dazu. Dann lasst sie uns wissen. Schreibt sie wie immer in die Kommentare oder bei Facebook oder wo auch immer wir sind. Ja, es ist sicherlich ein sehr interessantes Thema. Warum kann man die Leute nicht auf ihr persönliches Aruba hinweisen? Das mit dem Aruba finde ich wirklich sehr schön. Weil diese Insel Aruba, die hat wohl so einen starken Wind und der drückt dann wohl alles nieder, und deswegen hat sie das also Aruba genannt. Auch eine Art, damit umzugehen. So, noch eine Sache. Das nächste Thema ist etwas, worüber ich diese Woche gestolpert bin. Und ich weiß selber noch nicht, was ich damit anfangen soll. Und deswegen frage ich in erster Linie euch, habt ihr irgendwelche Videos darüber im Netz schon mal gesehen? Habt ihr irgendwelche Erfahrungen damit? Habt ihr irgendwie, praktiziert ihr es selber? Habt ihr Buchtipps für uns? Buchtipps, egal was. Ich interessiere mich gerade für das Thema, weil wenn ich
regelmäßig über etwas stolpere, denke ich immer, da ist irgendwas für mich drin, was ich wissen, erfahren, lernen sollte. Achte auf die Zeichen. Ihr wisst, ich bin Anhänger der Achte auf die Zeichenbewegung. ja, es ist Achtsamkeit. Das Thema Achtsamkeit fliegt mir im Moment von allen Bereichen herzu. Angefangen hat es, glaube ich, mit der Psychologie. Ist es eine französische Zeitung? Ich habe euch ja eben mein Dilemma damit erzählt. Ja, die französische Zeitung ist nicht auf Französisch, sondern sie kommt ursprünglich aus Frankreich. Sie ist jetzt im Moment im Handel. Es ist die zweite von 2014 und die nächste soll im Herbst erscheinen. Ich finde die Zeitung sehr, sehr gut. Ich mag sie total gerne. Ich bin mega begeistert, dass ich sie entdeckt habe. Und da war ein Bericht drin mit... Oh Mama, wie könnte der sich aussprechen? Mama würde dir gerne helfen, weißt du aber auch nicht. Am besten hältst du es einfach hin. Tinschnatan? Ich habe keine Ahnung. Mit diesem Mönch. Der ist 87 Jahre alt. Ich habe keine Ahnung, wie er sich ausspricht. Aber dieser Mann scheint einiges auf dem Kasten zu haben. So, und er redet von Achtsamkeit. Und dann habe ich mich mit dem Thema Achtsamkeit so ein bisschen im Kopf ein bisschen hin und her gewälzt und bin dann nochmal darauf gekommen, auf Doris Dörrie, was machen wir jetzt? Und wenn ich Achtsamkeit, das Thema, richtig verstanden habe, bedeutet es, im Moment zu leben. Also jetzt wirklich zu sagen, so, ich bin jetzt im Moment hier vor der Kamera, dann bin ich nicht da drüben, dann bin ich nicht in der Zukunft, nicht im Gestern. Ich bin hier und ich bin für euch da. Immer mal zwischendurch bin ich sicherlich im Jetzt oder ich übe es jetzt ja auch schon ein halbes Jahr, im Jetzt mehr zu sein. Bewusst da auch zu essen, das ist auch ein ganz, ganz großes Thema, weil ich einfach merke, wenn ich esse zum Beispiel, bin ich überall noch nicht beim Essen und dann irgendwann gegen Ende des Essens frage ich mich, hast du gerade was gegessen? Das sind, und das hat mich gerade wieder daran erinnert, dass bei diesem Buch, Was machen wir jetzt, von Doris Dörrie, ja, ein Vater mit seiner Tochter, weil sie sich in so einen buddhistischen Mönch verliebt hat, nach Frankreich reist. Ich glaube, es war Frankreich. Und dort in so einem, ja, ich will nicht sagen Feriencamp, die heißen sicherlich anders und ich komme jetzt nicht drauf. Es ist nicht das Dschungelcamp gewesen. Naja, jedenfalls in so, wo man, du überlegst, ich gucke. Wo man meditiert, wo man halt wieder zu sich findet, wo man halt in so einer Gruppe diese buddhistischen Sachen praktiziert. Ja, jedenfalls erinnere ich mich daran, dass er dann auch lernen muss, langsam zu essen, bewusst zu kauen, im Jetzt zu sein. Und ich glaube, das ist dieses Achtsamkeitstraining. Und jetzt habe ich doch irgendwie Bock, mich damit näher zu befassen, mich näher damit zu beschäftigen. Und vielleicht könnt ihr mir da schon ein bisschen mehr drüber sagen, weil drüber gestolpert ist Marda noch hier in der Flo drüber, bei dem Artikel über Ruby Wax. Und da sagst du am besten was zu. Das ist die gute Ruby Wax. Das Flo-Magazin übrigens sehr, sehr schön. Habt ihr uns ja auch ganz oft geschrieben jetzt schon, dass ihr es euch geholt habt oder dass ihr es sucht gerade oder dass ihr davon auch begeistert seid. Danke, dass du es dir so gut gemacht hast. Hier, ich habe da so ein reingemacht. Ja, Ruby Wax ist eine, ja, sie hat eine Comedy-Show. Sie hat laut ihren Angaben jeden interviewt, der irgendwie bekannt oder berühmt ist in den ganzen Jahren, die sie für das Fernsehen auch gearbeitet hat. Sie hat nur ein Problem und das ist, sie leidet ab und zu unter Depressionen und sie hat alles Mögliche ausprobiert. Letztendlich hat sie dann ihre Therapie selber in den Griff genommen. Und sie hat sich sehr viel mit Achtsamkeit beschäftigt auch. Und für sie bedeutet Achtsamkeit auch zu meditieren. Das muss gar nicht meditieren, hört sich ja immer an, so stundenlang sich irgendwo völlig wegschalten. Für sie sind das auch einfach nur mal kurze Momente, wo sie ganz bei sich ist. Und ich glaube, das sollte man auch wirklich wieder ein bisschen mehr trainieren. Ich habe es jetzt auch irgendwo in irgendeiner anderen Zeitung auch gelesen, dass ein sehr gutes Mittel gegen Depressionen sein soll, dass man mindestens dreimal am Tag für 2 Minuten meditiert, autogenes Training halt macht.
sich wirklich bewusst auf sich selbst zu konzentrieren. Und das ist dieses mit Achtsamkeit. Sina hat es ja gerade angesprochen, man isst und man macht irgendwas nebenher und man weiß letzt gar nicht, was hat man eigentlich da gegessen. Ich habe ja auch die sehr ungesellige Angewohnheit, beim Essen gern zu lesen. Das mache ich also schon seit Kindheitstagen. Es ist für mich der Hochgenuss, meine beste Entspannung, nebenbei zu lesen. Das mache ich also hauptsächlich beim Frühstück. Beim Mittagessen sollte man das nicht tun und wenn man abends auch zusammensitzt, sollte man es auch nicht tun. Aber beim Frühstück, da stehe ich auch gerne eine halbe Stunde eher auf. Die halbe Stunde brauche ich dann, wo ich mit mir, meinem Butterbrot und meinen Büchern alleine bin. Toll ist das eigentlich nicht, weil letztendlich bekomme ich da wirklich das mit, was ich da gerade zu mir nehme. Das ist ja auch genau wie mit einer Tasse Tee. Man sollte es ja doch eigentlich wirklich genießen. Und ich glaube, ich bringe mich selber da doch teilweise wirklich um ganz schön viel Genuss. Auch wenn ich mittags alleine esse, liege ich garantiert ein Buch neben mir. Vielleicht sollte ich mir das mal abgewöhnen. Vielleicht lieber erst essen und dann was lesen. Naja, so. Wenn ihr euch schon mal mit Achtsamkeit beschäftigt habt, wenn ihr euch mit Buddhismus beschäftigt habt, wenn ihr vielleicht darüber mehr wisst, dann lasst es uns doch auch bitte wissen. Es war ein buddhistisches Kloster. Kein Feriencamp. Habt ihr vielleicht auch Erfahrungen gesammelt mit Meditation oder mit Atemtechnik? Ich finde, es ist immer eine schöne Meditation, sich auch einfach mal hinzusetzen, mal ganz still zu sein und einfach mal die Sonne untergehen zu sehen. Ja, kommen wir zum letzten Thema. Und dieses Thema hat auch wieder mal ausgegraben. Ja, ich bin der Gräber hier. Komme ich schon vor wie ein Maulwurf. Paulo Coelho Breda haben wir jetzt ja auch schon ein paar Mal gezeigt. Muss man zu Breda noch etwas sagen? Eigentlich ich denke, nicht. Der letzte Satz, den wir euch jetzt davon näher bringen wollen. Genau, und so spricht oder denkt Breda oder wird hier über Breda gesagt, für ihre Beziehung war es wichtig, dass jeder hin und wieder die Welt des anderen betrat. Und ich glaube, das ist auch wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Wer weiß schon, was der Mann im Büro den ganzen Tag treibt oder kann der sich wirklich vorstellen, wie das ist, wenn man mit 2 oder 3 Kindern den ganzen Tag alleine zu Hause ist und muss den Haushalt wuppen, die Kinder wollen zur Schule, das Essen muss auf den Tisch und so weiter. Aber es geht ja da nicht nur, für mich zumindest, nicht nur um die Beziehung von Mann und Frau, es geht auch um Freundschaften, es geht auch um eine Mutter-Tochter-Beziehung, es geht eigentlich um die ganzen intimeren, engeren in Beziehungen in unserem Leben. Und wir hatten drüber geredet und da habe ich gesagt, gut, okay, wer mit mir befreundet sein will, sollte eventuell ab und an mal ein Buch zur Hand nehmen oder einen Film sehen, weil es meine Welten auch sind. Und es ist nicht nur der Beruf, es sind auch die ganzen kleinen anderen Teilfragmente an Welten, die an mein Leben geknüpft sind. Vielleicht sollte er mal oder sie oder wer auch immer mit Emmy mit spazieren gehen oder meine Hobbys vielleicht auch mal was sortieren. Ganz toll. Ich gebe euch gerade ein zum großen Sortierfest. Da kann ich euch echt nur ordnen. So, aber vielleicht sollte man immer mal in die Welt des anderen gucken, genauso wie wo man mit Fimo angefangen hat, ich auch mal ein Kügelchen gedreht habe. Oder das ist gerade an den Pilger, ja. Jedenfalls auf die Welt des anderen wirklich wahrnehmen. Einfach auch, weil es ist ja auch eine Sache, die andere Person wirklich wahrzunehmen, wirklich sich mal in deren Gedankenwelt, in deren Leben auch rein zu begeben. Wenn ich mit jemandem befreundet bin, ist es sicherlich irgendwann auch mal nützlich, dessen Freunde kennenzulernen oder dessen Hobbys kennenzulernen oder dessen Arbeitsplatz mir mal anzusehen. Einfach um die Welt, die ihn oder sie besser verstehen zu können. Das ist ja eine Freundin, Kim zum Beispiel, lebt ja für Flohmärkte. Die findet das ganz toll. Das ist eine Welt, die ist uns
ziemlich fremd. Ich hasse es sogar. Ja. Also müssen wir wohl oder übel das irgendwann mal mit ihr zum Flohmarkt und mal gucken, wie sie da wirklich die Schätze auftut. Sie hat da schon, denke ich, einen guten Blick. Wir würden da wahrscheinlich blind dran vorbeilaufen. Sie handelt ja auch gerne. Ich kann überhaupt nicht falschen. Ich frage mich immer, warum steht da ein Preis drin? Da muss man doch nicht noch fragen, ob man es vielleicht günstiger haben kann. Da würde ich eher, glaube ich, im Erdboden oder so versinken. Aber wir fangen ja auch schon an, bei ihr zum Beispiel in die, also wer Kimi jetzt nicht kennt, das ist Bibo Kimi hier bei YouTube. Wir fangen jetzt ja auch schon an, wenn wir irgendwo einen Flohmarkt sehen oder so, dass wir an sie denken oder irgendwelche Trödelhändler sehen, dann gibt es auch mal ein Foto hier, guck mal, Flyer von dem oder so. Einfach, dass wir uns auch mit ihrer Welt beschäftigen, ihre Welt wahrnehmen, in ihre Welt zumindest schon mal geistig ein wenig mit einsteigen. Und ich denke, das ist sehr, sehr wichtig in allen Bereichen. Welcher Film es wunderbar auf den Punkt bringt, und den hat Mar gestern Abend dann mal alleine konsumiert. Ja, Sina kennt ihn aber auch. Ich hatte ihn jetzt, bloß gestern Abend hatte ich richtig Lust darauf und dann habe ich mir den... Ja, wurde spät, späte Nacht. Den französischen Film Auf der anderen Seite des Bettes mit Sophie Marceau und Danny Boone. Die beiden sind verheiratet und haben ein Tauschgeschäft der besonderen Art gemacht. Ja, und zwar war es so, dass sie sich von ihrem Mann absolut überhaupt nicht mehr verstanden fühlte. Er war erfolgreich, leitete eine Firma. Sie saß zu Hause mit zwei kleinen Kindern und... ja, mit einer Wohnung, die irgendwo noch so zwischen Rohbau und wirklich Wohnung war. Sie machte mit ihrer Freundin auch noch Schmuck und ihr Mann, der dann abends nach Hause kam und sagt zu ihr, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Musst du auch jetzt wirklich mal was machen? Und da holt sie nur noch aus und haut ihm wirklich eins auf die Gusche. So, dieser Schlag hat sie, glaube ich, beide wach gemacht. So konnte es nicht weitergehen. Ja, und dann kommen die beiden auf die super mega geile Idee, er ein bisschen widerwilliger als sie, wir tauschen unsere Jobs. Und das machen die ganz konsequent. Das fängt beim Handy an. Beim Auto. Genau, er muss auch sein Auto, seinen schönen Jaguar rausrutschen und muss dafür dann mit dem pinkfarbenen Mini seiner Frau durch die Gegend fahren. Ja, und sie geht in die Firma. Und sie haben sich aber jemanden dazu geholt, der sie coachen soll. Ein Gerichtsvollzieher, ein Notar, der den beiden dann immer mal wieder unter die Flügel hilft, der ihm sagt, wie er weiblicher werden soll und sie, wie sie männlicher werden soll. Einfach damit die beiden letztendlich ja auch einander wieder verstehen. Ja, ein besseres Verständnis füreinander bekommen. Wie ist das für einen Mann, wenn die Familie im Urlaub ist und er sitzt von morgens bis abends in der Firma und kann beim besten Willen da nicht weg? Was ist das für ein Gefühl? Und das sind Gefühle, die lernt sie kennen und dafür lernt er die Gefühle kennen, wenn die Kinder auch mal nerven. Genau, oder wie es ist, zu kochen und das Essen wird nicht wirklich wertgeschätzt. Er stand dafür in der Küche und ja, ist doch normal, Schatz. Was, willst du jetzt ein Lob? Ja, oder er hat die Wäsche aufgehängt und er sitzt da ganz freudig und sagt, ich habe die Wäsche aufgehängt. Und sie sagt, ja, was soll ich jetzt sagen? Ne? So, und ich meine gerade, der Beruf einer Hausfrau ist ja so ein bisschen wie Don Quixote, der Kampf mit den Windmühlenflügeln. Man macht das Bett und... tja, und dann muss man schon wieder machen. Oder man hat gerade abgewaschen, schon steht die Spüle wieder voll. Es ist ja nicht gerade der dankbarste Job, den man haben kann. Zumindest wird er nicht wirklich genügend honoriert, wie ich immer finde. Ja, und das ist wirklich ein ganz, ganz toller Film. Er hat mich, ich glaube, bis Viertel nach eins heute Nacht hat er mich wachgehalten. Hat auch wieder Spaß gemacht. Aber letztendlich, denke ich, ist es wirklich wichtig, wenn sie... oder wenn jemand einen Mann hat, der total auf Fußball abfährt, der das toll findet, ins Stadion zu fahren, dann sollte man als Frau doch wenigstens auch mal einmal mit ins Stadion fahren, um sich das anzugucken. Was ist das für eine Atmosphäre? Was ist so toll an diesem Thema Fußball und Stadion? Tausende von grölenden Männern und 22 Leute, die nur einen Ball im Sinn haben. Man soll sich ja nicht verstellen, aber man soll wenigstens von Zeit zu Zeit mal wieder die Welt des anderen betreten. Genau. So, und das wär's von uns. Wir wünschen euch damit ein schönes Wochenende. Ich hoffe doch mal, dass unsere Internetverbindung das bis zu Sonntag hochlädt. Ja. Ja, ich hoffe, ihr habt wieder ein paar Gedankenimpulse bekommen. Schreibt uns, was ihr zu den einzelnen Themen denkt. Und wir freuen uns
super auf eure Rückmeldung. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Bis dann, ciao.